Die Hinrunde der dritten Liga ist gespielt und wie zu erwarten ist es für das Team rund um Trainer Krolleck ein absoluter Kampf. Würde jetzt abgepfiffen werden, wäre es das erste Mal, dass Krolleck in seiner Karriere mit einer Mannschaft absteigt. Aber noch bleibt dem Trainer ja die Rückrunde. Und wenn man Kurt Krolleck kennt, weiß man, dass Aufgeben nicht zu seinen Stärken zählt. Kult Essener Glockenhorst scheint aber immer noch kein Fan des Trainers zu sein. Gerade die undurchsichtige Spielweise in der Hinrunde und fehlende Konstanz bringt Kultessener Fan Glockenhorst auf die Palme. Ich kapier das nicht. Was ist denn da wieder los? Ist katastrophal. Keiner traut sich mal abzuziehen. Da wird der Ball hin und her gespielt. Vom 16er. Keiner läuft sich richtig frei. Es ist katastrophal. Das ist eine Gurkerei, das gibt's doch gar nicht. Das ist auch katastrophal. Keine Worte. Ohne Ende. Das ist doch ein Witz, ist doch sowas. Wie lange wollen die denn da rumgurken? Noch 10 Jahre noch? Die sollen doch froh sein, dass so viele Zuschauer kommen. So viele Fans, alle sind so enttäuscht, alle, aber keiner macht was. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Die Frage stellten wir Krolleck im Interview. Ja, sag mal, was soll los sein? Scheiße ist. Wenn ich mir das Ganze aussuchen dürfte, wären wir da unten nicht drin. Aber ich muss nun mal mit dem arbeiten, was ich zur Verfügung habe, und das war bisher ein Tanz auf dem Drahtseil. Ich kann die Unruhe im Umfeld nachvollziehen, aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich bin davon überzeugt, dass wir drin bleiben. Und dafür werde ich und das Team alles geben. Darauf haben Sie mein Wort. Ich mag Glockenhorst, auch wenn er mich bis dato noch nicht mag. Das Ziel für die Rückrunde ist klar, drin bleiben für Horst. Krolleck gibt sich wie gewohnt kämpferisch. Und das bedarf es auch gerade mehr denn je. Nicht überraschend, dass Essen nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wurde. Krolleck holte gleich 4 neue Leute für das Mammutprojekt Nichtabstieg an die Hafenstraße. Einer davon ist Marc Schnatterer, der vom Konkurrenten aus Mannheim an die Hafenstraße wechselt. Wie wichtig alleine dieser Transfer zu sein scheint, dazu kommen wir aber gleich. Ein weiterer Neuzugang kommt aus Alemannia Aachen in Form von Julian Schwermann. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt für knapp 150.000 Euro nach Essen. Dieser soll den Abgang des enttäuschenden Björn Rother kompensieren, der für 400.000 Euro nach Lok Leipzig wechselt. Ebenfalls hat man was auf der Linksverteidigerposition getan. Dort erhält der Copacabana Einzug an die Hafenstraße. Der 19-jährige Brasilianer Patrick Lanza wechselt für 1,5 Jahre per Leihe von der Sao Paulo U20-Mannschaft nach Essen. Es besteht keine Kaufoption, so wie uns bekannt ist. Patrick ist ein vielversprechendes Talent, welches Michel Niemeyer ein wenig entlasten soll, da dieser bereits das ein oder andere Mal auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Wir holen uns so noch einmal ein wenig Breite in den Kader, um flexibler zu sein und vor allem fitter. Den vermeintlich größten Paukenschlag gab es aber auf der zentralen Mittelfeldposition. Der geglaubte Königstransfer in Form des Finnen Eremenko entpuppte sich hinten raus als absolutes Windei, weshalb Krolleck reagierte und ihn keine Ahnung wohin ablösefrei vom Hof jagte. Ich habe ein langes Gespräch mit ihm gehabt, als mir aufgefallen war, dass er auf jede Frage, die ich ihm stellte, mit Hallo geantwortet hatte, war für mich schnell klar, den kannst du hier absolut nicht gebrauchen. Beim Ersatz für Eremenko musste ich dann ehrlicherweise über meinen Schatten springen und mir eingestehen, dass ich in der Vergangenheit vielleicht doch einmal falsch lag. Und das war ein großer Schatten. Krolleck holt einen Spieler nach Essen, den er in seiner ersten Saison bei Kaiserslautern direkt degradiert hatte, weil er von der Qualität des Spielers nicht überzeugt war. Genau dieser Spieler soll Krolleck jetzt aus der Scheiße holen. Die Rede ist von keinem Geringeren als Mike Wunderlich. Der Routinier unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag und wechselt für knapp 30.000 Euro vom Ex-Club Krolleck nach Essen. Ein Spieler, der damals vom Trainer für nicht gut genug befunden wurde, soll nun die Karte zum Klassenerhalt einlösen. Pure Verzweiflung oder doch ein Geniestreich? Chat, wie seht ihr das? Das kannst du den Chat fragen, wie du willst.
Am Ende habe ich das Zepter in der Hand. Ich habe mich mit Mike ausgesprochen und er scheint nicht nachtragend zu sein. Er möchte mit anpacken und zeigen, dass ich damals falsch lag, ihn nicht spielen zu lassen. Mit Mike haben wir jetzt eine überragende Struktur im Kader für die kommenden Aufgaben. Die Teamhierarchie ist bombastisch und könnte unser Ass im Ärmel werden im Schlusssport. Wir haben eine gute Mischung aus alten Hasen und jungen Hüpfern. Und das Wichtigste ist die gute Stimmung im Team. Ich bin zuversichtlich, dass wir es packen werden. Ich meine, schauen Sie doch mal. Wir haben gefühlt ohne Geld versucht, eine schlagfertige Truppe auf den Platz zu schicken. Dass da nicht immer alles sofort klappt, ist doch völlig normal. Das braucht nun mal leider seine Zeit. Zeit, die Kroilek aktuell eher davon zu laufen scheint. Rot-Weiß-Essen-Fan Koka hat aber zum Thema Geld seine ganz eigene steile These. Kein Geld hast? Wie überall. Machst du eine Kneipe auf mit 3 Mille, hast du eine Pommesbude. Machst du eine Kneipe auf mit 100 Mille, hast du eine schöne Kneipe. So läuft's in der Wirtschaft, so läuft's auch im Fußball. Dass am Ende auch die Pommesbude zum 3-Sterne-Restaurant mutieren kann, zeigte Kroilek sofort in den ersten Spielen der Rückrunde. Den großen Unterschied hierbei machte der vorhin erwähnte Marc Schnatterer. Dieser sorgte am 22. Spieltag für Partystimmung an der Hafenstraße. Schnatterer, der zuerst den Führungstreffer für die Essener erzielte, sollte auch den letzten Treffer des Spiels erzielen. Quasi mit dem Abpfiff verwandelte er den Elfmeter Richtung 3 Punkte. Und am letzten Spieltag gegen Waldhof Mannheim sollte sich dieses Szenario wiederholen. Bradley Fink schoss in der 90. Minute den Ball ins Herz der mitgereisten Mannheimer. Man of the Match einmal mehr Marc Schnatterer. Kroilek scheint Stand jetzt die richtigen Stellschrauben gedreht zu haben, auch wenn es noch ein langer Weg werden wird. Wir erhalten gerade die Mitteilung, dass Essen noch einmal den Mitarbeiterstab erweitert hat. Bundesliga-Legende Bernd Schneider ergänzt das Scouting-Team an der Hafenstraße. Schneider soll bereits hinter den Kulissen an der Leihe vom talentierten Brasilianer Lanza mitgewirkt haben. Wir freuen uns riesig auf die packende Rückrunde, wir hoffen sie auch. Schafft Kroilek das kleine Wunder, oder steigt er das erste Mal in seiner Karriere mit einem Verein ab? Diese Frage wird in den nächsten Stunden beantwortet werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Rückrunde. Dann wisst ihr Bescheid. Ich musste die beiden Spiele machen, weil wir wieder keine Winterpause gehabt haben. Die Spiele mit drin waren, wo ich noch in den Transfers war. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Aber zweimal last minute. Bruder. Mannschaft sieht deutlich besser aus. Ich finde auch, dass das jetzt passt. Also gerade auch in Anbetracht, das ist schon stark. Kurani haben wir doch schon so safe gehabt. Niklas war ich dran, konnte ich Gehalt aber nicht bezahlen. Niklas wollte Stammspieler und hat immer noch keinen Balken unten gehabt. Keinen Balken. Ich war Max, alles Max, keinen Balken gehabt. Aber das Problem hatten wir ja bei einigen Leuten. Erinnert euch daran, es war das gleiche wie mit den Kleber, mit dem Innenverteidiger. Den wir auch nicht bekommen haben. Genau das gleiche war bei Niklas. Keine Chance. Keine Chance, wirklich. Die wollen den abgeben, aber no chance. Wie lange dauert eigentlich so eine Breaking News aufzunehmen? Boah. Ihr könnt das immer selber abschätzen. Für so eine 3-Minuten-News brauche ich in der Regel eine Stunde. Für 3 Minuten. Für 7 Minuten, wie es jetzt war, könnt ihr euch selber hochrechnen. Ich muss halt vieles raussuchen, ja. Ich brauche eine Story für mich, ich brauche Videomaterial, dann die Bilder alle raussuchen, dann hier nochmal da einen Kopf drauf machen oder so, ne. Das ist das längste Gefühl, also das dauert am längsten. Aber mir macht das Spaß so, von daher ist das Arbeit, die Bock macht. Ist keine schwere Arbeit, ist einfach nur zeitintensiv, ne. Ja, jetzt geht's rein gegen den Tabellenersten, Erzgebirge Aue. Ja, und Rota mussten wir abgeben, weil der hat minus 3 gekriegt in der Auf- und Abwertung, ne? Den konnten wir einfach nicht behalten, da mussten wir was machen. Und ich denke, mit Schwermann passt das, ne? Der hätte rein theoretisch sogar noch die Chance, den Stern dazu zu bekommen. Wäre absolut krass, aber ist ein junger Spieler, ein deutscher Spieler. Eigentlich, ja, mit Wunderlich hoffe ich einfach, dass wir hier durch. Ne, also der bringt nochmal echt
eine gewisse Standardpräsenz mit. Der hat +3 Erfahrung und Führungsqualitäten auch nochmal 5. Ah, und ansonsten, hier ist noch dieser Patrick Lanzer. Der ist geliehen. Ja, der hat noch Panik, aber 61er Stärke. Ich denke, das Potenzial von dem kann man schon sehen. Der ist 19 und der ging halt sehr, sehr oft auf dem Zahnfleisch bei uns, ne? Der ist ja nicht Dings, der soll hinten, der soll sich entwickeln und gucken, was passiert. Aber das war denn der einzige Mann, den wir da großartig bekommen haben. Das ist der endgültige Kader, ja. Wir haben hier rechts halt noch. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Die beiden werden sich abwechseln. Weil Schnatterer ist auf jeden Fall Stamm. Ich hatte geschaut nach einem Linksaußen. Ich wollte aber Enali keinen vor die Füße setzen. Weil der halt auch einfach in Essen ist gerade, ne? Ich wollte nicht zu viel holen. Und mit Eremenko haben wir eine Position ausgetauscht. Der ist ja auch nicht bei Essen. Und haben die einfach nur gechanged. Ja. Stürmer wäre auch noch top für die Breite. Finde, Fink macht zu wenig. Fink ist unser Topscorer mit 7 Hütten. Und Engelmann hat die letzten Spiele halt echt gut gezockt. Wirklich, der war die letzten Spiele echt stark. Auch die Vorlage gegeben gegen Mannheim, glaube ich, zum 1-0. Wieso keine Kaufoption bei Lanzer haben wir nicht bekommen? Bei keinerlei haben wir eine Kaufoption bekommen. Ich weiß nicht, wo. Ich habe dann einfach vergessen, wo Eremenko hingegangen ist. Deswegen musste ich dann irgendwo in eine Dings dribbeln, weil ich nicht wieder ins Spiel rein wollte. Dann hätte mir wieder Zeit von der Uhr genommen. Also habe ich einfach irgendwie. Der ist da irgendwo hingegangen. Bär von 1860 wäre eine gute Wahl für den Sturm. Bär oder die Wampe von Gizeh, meinst du? Möllers ist verletzt. Nee, nicht mehr verletzt. War aber vorher Karriereende. Ich glaube aber, wir werden es nicht schaffen. Ich hatte mit jemandem vom FM Zocker gesprochen. Erinnert euch daran, wir haben in der Sommerpause diesen Franzosen eigentlich geholt. Der ist dann last minute eigentlich gewechselt, war aber am Ende nicht da. Das ist ein Bug, der im Spiel besteht. Die kriegen den auch aktuell nicht raus. Die sind da dran, probieren alles schon. Aber da ist ein 50-50-Ding. Entweder der wechselt zu dir oder nicht. Bei uns ist er nicht gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal haben möchte. Ist das eine Verbesserung? Felix Casalino hat eine Stärke von 49 gehabt, glaube ich. Das bringt uns auch nicht voran. Ja, der war zu schwach leider. Auf jeden Fall ist das eine Verbesserung. Zu Fink? Ist das eine Verbesserung? Wäre schon besser als Engelmann. Ja, aber Engelmann, Rot-Weiß Essen, Bruder. Die haben beide einen stabilen Torriecherwert. Boah, es ist jetzt schon so fucking warm hier, ne? Ich weiß nicht, wie wir die Rückrunde hier überstehen sollen. Ich fühle mich, als hätte ich gerade geduscht und mich nie abgetrocknet, ey. Ey, wenn wir am Ende der Saison irgendwo hier landen, wäre das schon echt eine krasse Nummer, ne? Also, wenn wir die Plätze mit Mannheim tauschen würden, wäre das schon echt. Ich glaube, damit könnte man schon absolut zufrieden sein, ne? Aber das ist halt hier. Hier ist Mölders wieder da. Jetzt spielen wir gegen Aue. Wunderlich, ZM, Fraule auf ZM. Ich will die Formation nicht wechseln, Jungs. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Unsere Eingespieltheit ist immer noch nicht wirklich gut. Ja, guck dir das an. Wenn ich jetzt wieder alles umstelle, geht das hier hin. Das ist mein Problem. Und viel gibt's hier nicht. Und wo ist der hier? Den wollte ich einfach nicht holen. Den wollte ich einfach nicht holen. Das ist, nee. Kann man sich das Spiel noch irgendwo kaufen? Ich bin an was dran, Jungs. Ich bin an was dran, kann aber noch nichts versprechen. Ich bin an was dran, wo eventuell ein, zwei Leute hier Glück haben könnten. Also hier wären viele interessante Leute noch, aber hier ist halt super viel gar nicht verfügbar, ne? Weil wir halt auch einfach, ja, einfach kein Prestige, ne? Ey, ihr könnt gerne eine Wette machen fürs erste Spiel. Das ist die tabellarische Situation. Wir spielen gegen Aue. Wolltest du nicht Willi holen für nächste Saison? Ja, aber wenn der da auch nicht kommt, dann haben wir gar keinen Rechtsverteidiger. Weißt du, was ich meine? Müssen ja auch ein bisschen schauen. Knappe Niederlage würde ich mir tatsächlich gefallen lassen, ne? Hauptsache nicht abgeschossen werden. Der Rest wäre eigentlich egal. Ab wann sind wieder vier Wechsel möglich, Chat? Ist in Ordnung. Ist okay. 2-0 kann ich mitleben. Weil die haben 54 Tore geschossen, ne? Und schon sind wir wieder unten drin. Lekopalski, ey. Wir haben Fußball ohne Leidenschaft gespielt, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. So nämlich. Ja, und so sah es bei Willi aus. Genau so.
Da passiert nichts, glaube ich. Aber warte mal, der verdient ja gar nichts. Ich bin Max Max. Ich bin Max Max. Und ein Jahr. Ja, aber der ist kein Stammspieler. Ich hole den rein, der ist kein Stammspieler bei uns. Ist er nicht. Kommt, der ist wieder Theater. Manchmal kann man eine Lüge ansetzen, aber bei dem wird halt absolut Kokolores, ey. Chat, dann ist es so. Da müssen die hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Carrasco, das wäre zum Beispiel einer für uns. Ah. Okay, ich verstehe. Bei der will ich aber Bernd Schneider-Dings. Komm, du brichst da. Aufgabe abbrechen. Bernd Schneider ist das. Bernd Schneider macht's. Schnatterer wieder rein. Oh, Inali eigentlich eine gute Partie gemacht, ne? Wir geben ihm die Chance in den Startelf. Fraulo hat auch gut gezockt. Niemeyer wieder rein. Let's go. Manifest geguckt. Was ist das nochmal? Habe ich noch nicht geguckt. Manifest. Beschissener Start. Absolut beschissener Start. Guter Start. Engelmann, Junge. Schnatterer mit Vorlage. Aber das ist doch kacke hier. Komm, Bastians. Wach es dich, eine rote Karte zu kriegen. Franz Pfanne, wer bist du denn, Alter? Wunderlich! Schnatterer wieder Vorlage und er holt sich eine gelbe ab. Wieso? Ja! Ich hab euch gerecht, Essener, in Real Life. Ich hab euch gerecht hier. 2-1. Schnatterer, so wichtig, ne? Wunderlich und Engelmann. Habt ihr gesagt, sollen wir abgeben? Was ist mit euch los? Ihr seid nicht treu. Fünfter waren die einfach, ne? Geil. Boah, ey, und der kriegt echt gute Noten, ne? Mach mal einen Stern. Mach dir mal 3,5 Sterne. Das kannst du, aber ey, wir kommen da nicht raus, ne? Wir schaffen auch irgendwie keinen Abstand, weil unsere Tordifferenz halt auch nicht geil ist. Wir haben 41 Gegentore kassiert, was maximal zu viel ist. Das ist eine Scheiße, ist das, ey. Gegen die von oben, finde ich, tun wir uns gar nicht schlecht, ne? Der Rest, der ist so, ey. Ja, ein Sieg bis Mittelfeld. Da siehst du halt schon wieder, wie die Liga ist noch mal extremer wie Liga 2. Und direkt gegen Meppen. Super toll. Nein! Nein! Wieso? Simon! Soll die Scheiße? Was machen Sachen? Boah, das ist kacke. Kenneth Taylor! Schnatterer wieder Vorlage, Junge! Er ist der Beste! Wieder gelobt. Wieder gelobt. Er macht Scheiße. Ist wunderlich drauflassen, weil wegen Standards. Schnatterer bricht uns jetzt weg. Zack, aber so zu Ende. Muss man zufrieden sein. Mit einem Mann weniger. Oder Chat, was meint ihr? Mit einem Mann weniger muss man zufrieden sein. Fuck! Er hat so einen Lauf gehabt. Zwei Spiele immerhin nur. 4 Punkte bis Platz. Mann! Dresden auch hier unten noch drin, ne? Das ist eigentlich keine, weil du anhand der 3D-Simulation siehst, wie alt das Spiel ist. Und der 3D-Modus ergibt keinen Sinn. So, versteht ihr, was ich meine? Da gibt es nur zwei Animationen gefühlt und das ergibt keinen Sinn. Ich akzeptiere das lieber, bevor der auf einmal 5 Spiele kriegt. Ey, Niemeyer tat die Dings aber gut, ne? Die Verpflichtung. Aber war eine gute Woche. 4 Punkte aus 2 Spielen. Punkt gegen Dortmund hätte ich halt auch mitnehmen, hätte ich auch mitgenommen. So haben wir es jetzt umgekehrt gemacht. Was ist da ein Fight? Ja, fällt auch noch aus. Super toll. Schön. Oh, komm, ey. Fraulo 4-5, super. Finde ich gut, dass wir da irgendein Spiel haben, den wir da stellen können. Ja,
Junge! Mann! Fing, was ist denn los? Hast du keinen Bock mehr oder was? 90. Minute! Mani Mané, sein linken Ei, hat uns hier gesaved, Junge! Mann! 4 Punkte Vorsprung! Endlich mal! Endlich mal! Jetzt werden wir hier noch Meister werden. Sind nur 20 Punkte, Jungs. Die holen wir jetzt. Und ohne Schnatterer, ohne Wunderlich, ne? Überragend, Bruder. Haben wir eigentlich die Möglichkeit, wenn wir hier drin bleiben, irgendwas an Prestige zu bekommen? Weil das wäre halt schon nicht verkehrt, ne? Kriegst du ja gefühlt gar nichts. Boah, weiß ich nicht, Junge. Da muss ich die mal kurz irritieren, aber das weiß ich wirklich nicht. Gegen Freiburg. Freiburg unten drin, ne? Ne, 19. sogar. Boah, Jungs, wir haben 51 Gegentore kassiert. Da muss doch jetzt was gehen. Enali, nein! Nein, Kevin, schade! Scheiße ist das, was für schade! Noten gut! Wunderlich! Schwärmen, was? Ich dachte schon, da hat einer wieder eine rote Karte. So, jetzt aber. Enali, überragende Partie. Wunderlich. Tor und Vorlage. Enali, Doppelpack. Fink wieder eine Vorlage und der Rechtsverteidiger. Und Schwärmer hat auch mal wieder eine Hütte gemacht. Boah, Robert Wagner. Boah, der ist auch gut, ne? Kevin, schade. Das ist ein Scherz, ne? Macht seine ersten beiden Tore gegen uns. 37. Oh, 5 Punkte. Ey, wir können hier oben noch rein, ne? 6 Punkte bis Platz 7. What the fuck? Erzielt sein erstes Tor, bedankt sich. Ja, normal, Junge. Ist doch klar. Sie sehr verbessert in der Saison. So einen Unterschied hat er aber nicht gemacht, ne? Der Taylor, finde ich. Sensationell. Enali macht's echt gut. Und er gerade auch. Nigel auch einfach vorm 16. Geil, ey, jetzt gerade haben wir uns so ein bisschen akklimatisiert. Boah, Herr im Himmel. Ja, der Taylor, der war bisher so, weiß ich nicht. Also für einfach den Dings, den er hat, ne? Gehalt minus. Können wir gleich noch verschieben, glaube ich. Zwei linke Füße heißt das, ne? Auf Deutsch, weiß ich. Danke, Wunderbits. Ja. Zaljamicic verletzt. So! Ey, das ist eine gute Saison von ihm, Jungs. Ah, der wird. Der Abgang, der wird schmerzen. Habe ich schon eine Charity Goal gemacht? Habe ich schon. Boah, gegen Ingolstadt, Junge. Dann Werl und Oldenburg. Puh. Engelmann ist wieder ready, aber noch nicht wirklich auf Scheibe. Ey, aber die haben gerade absolut beschissene Verfassung, ne? Die sind Fünfter und haben hier einen halben Stern. 4-0 haben wir gekriegt im Hinspiel. Bradley Fink! Noten sehen auch wieder gut aus, ne? Verteidigung sehr, sehr stark. Mittelfeld passt auch. Und vorne geht auch klar. Wir machen gar nichts. Nassim, noch bei Ingolstadt hier. Ich kann noch einen machen. Ich weiß nicht, ich bringe den Soldwild. Bradley Fink, Junge! Ja! Bruder, wir steigen jetzt noch auf. Wir steigen jetzt absolut noch auf. Tanetan hat mit Vorlage. 13 Punkte. Und zu 0. Ja, aber die sind auf dem fallenden Ast. Guck mal.
Niederlage, 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 Niederlage. Da weißt du, wo die Form herkommt. Da geht ja gar nichts. Da geht ja maximal nichts. Mich würde jetzt aber mal was interessieren, Jungs. Rückrunden. Rückrundentabelle. Wir haben uns auf jeden Fall gemacht. Wir kassieren nicht mehr so viele Gegentore noch. Also das sieht schon anders aus, ne? Ab Spieltag 20, Entschuldigung. Es ist was passiert. Rückrunde sind wir so da, ne? Wunderlich Schnatterer Banger-Transfers. Krasse Scheiße. Sehr nice. Ah, das kann ich leider mit keinem. Doch, mit ihm hier. Ja. 2,1. Und Auf- und Abwertung muss dann eigentlich gut sein, ne? Chat, eigentlich muss Auf- und Abwertung gut werden. Weil die Rückrunde, die spielen wir ja komplett gestört bisher. Kolleg Master, Kolleg hat wieder zugeschlagen. Hätte ich nicht erwartet, ne? Die ganzen Willi-Fanboys hier. Nee, wir wollten Willi in der Winterpause holen, aber keine Chance gehabt. Ähnliches Problem wie mit den beiden, die wir gerade hatten, wo der Balken einfach nicht nach vorne gegangen ist. Ne? Engelmann wieder am Start. Frau Lohne 68. Komplettes Formhoch gerade. Ja, man darf halt nicht vergessen, noch sind wir hier nicht durch. Ne? Das kann hier so schnell gehen. Perfekt. Jetzt musste ich schon wieder zu viele Wechsel machen, die ich nicht machen wollte. Bleibt uns nur der Wechsel vorne. Bradley Fink! Wie viele Hütten machen wir in den letzten 2 Minuten? 10 Punkte weg. Chat, 10 Punkte vom Abstieg weg. Oder mittlerweile können wir schon... Ja, nee, hier... Wobei... 11 Punkte, ne? Kann schon sagen, 11 Punkte. Wir haben ja so einen Lauf gerade. Aue auch. Bisschen Lauf gerade. Nur minimal. Komm mal nach Essen, Junge. Ey. Komm ran jetzt. Brauch dich. 27 Tore. Grimaldi. Der wäre schon wieder zu alt, ey. Der hätte gutes Alter. Schön. Bei wem läuft der Vertrag aus? Ja, gar keinen Bock auf uns. Geht da richtig die Luzi ab hier gerade. Tarn hat mal wieder zocken lassen. Fiete Arp spielt bei Kiel. Glaube ich hier. Ja, die sind letzter, ne? Das sind immer die unangenehmsten Spiele eigentlich. Das sind immer die ekelhaftesten Spiele, ey. Wenn du kein Rezept findest. Klar, Torwart bei denen eine 1, aber das kann es ja nicht sein. Aber ey, wir können eigentlich super zufrieden sein. Junge, wir waren die ganze Saison hier unten drin. Das Krasse wäre halt echt gewesen. Wir wären auf 46 Punkte. 55. Möglich wäre es tatsächlich gewesen. Aber das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wir können echt 3 Kreuze machen, dass wir zurückgekommen sind. Meine Vermutung war, dass wir absteigen. Boah, 130 hoch, sehr gut. Mentaltrainer rein, los. Nicht nachlassen jetzt. Ja, ja, 38 Spieltage, klar, aber... Du hättest die Serie weiterziehen müssen normalerweise. Weiß ich nicht, Junge. Schalke, 15 Punkte. Sowas, das wäre perfekt für Taylor. Ersatz für Taylor wäre Baba gewesen. Aber die wollen halt alle nicht, ne? Hallo, was ist denn los jetzt hier mit euch?
Jetzt muss ich schon wieder einen Wechsel machen, der nicht eingeplant war. Scheiße, ich wollte Schnatterer doch noch bringen. Von wegen wollte ich den bringen? Mann! Guckt euch das an, Chat. Mann! Wir hätten eigentlich 49 Punkte. Aber nein. Ey, aber wir können, ohne Spaß, wir können ja nicht mehr absteigen jetzt, glaube ich, oder? Also da muss schon viel passieren. Das war eine Mammutleistung, ey. Ja, San Yang lassen wir zocken. Sold wird war irgendwie nicht so wirklich was. War eine super Saison, ja. Die Hinrunde war halt, mehr war halt nicht drin, muss man sich eingestehen. Das muss halt auch alles erstmal greifen. Aber die Rückrunde hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind. Die Rückrunde war ein Ausrufezeichen. Und auch die Unentschieden jetzt sind ja nicht schlecht. Ne? In der Hinrunde hätten wir jeden Punkt mitgenommen. Wie ist denn das hier, Chat? Muss ich die alle annehmen, um die Punkte zu kriegen? Wahrscheinlich, ne? Wir haben halt echt richtig gezockt in der Saison. Wir hatten die ganze Zeit keinen Rechtsverteidiger im Kader, ne? Und der hat sich zum Glück nicht verletzt. Ich meine, mit Fox ist halt echt belastend. Weil 7 Wochen, das wird den Arc kaputt machen, glaube ich. Aber ich würde sagen, wir gehen so rein. Muss der Brasilianer jetzt mal zeigen, was er kann. Gegen 1860, Tabellendritten. Eigentlich können wir die von oben, ne? Abgesehen Aue. Aber die haben Mölders. Aber wir haben Mané! Hör mal, ich kann kein Portugiesisch, aber mach keinen Scheiß. Und schon sind wir wieder da. Enali. Guck mal, wie... Ich sag euch das, wie es ist. Hätten wir die beiden Spiele nicht unentschieden gespielt, dann wäre hier noch alles drin gewesen, ne? Ey, aber guck mal, wie weit wir noch nach oben können. Realistisch gesehen. Wir können easy einen einstelligen Tabellenplatz erreichen noch. Tut das weh. Guckt euch die Rückrunde an. Klar, wir schießen trotzdem die wenigsten Tore von denen da oben, aber ich finde, es ist auf jeden Fall besser geworden und unsere Verteidigung hat sich echt stabilisiert. Wir sind einfach viel kompakter geworden von unserem Spiel. Bedankt sich schon mal gut, dass der hier wieder... Guck mal, 62 schon. Selbstvertrauen muss er noch ein bisschen kriegen. Hätten wir da auf jeden Fall auch eine Alternative und es ist tatsächlich jetzt auch gut, dass sich Niemeyer 2 Wochen verletzt hat, weil der verliert dann keine Moral und der Brasilianer kriegt trotzdem Spielzeit, ohne dass der Niemeyer da irgendwie angepisst ist. Schnatterer enttäuscht? Bist du bekloppt oder was? Muss mal Gas geben hier, Junge. Ey, und der hat gerade auch, ne? Der macht gerade gut Promo für die nächste Saison und das ist unser Spieler. Ich finde Enali Fink, San Yang, cooles Offensivtrio. Das Geile ist halt, wir halten alle drei, ne? Alle drei spielen auch nächste Saison bei uns. Also da wird sich nichts tun. Köln, Saarbrücken, Zweiter, Zwickau. Was ist denn Zwickau hier? Unten. Elversberg ist auch hinter uns. Duisburg ist ein Platz vor uns. Also ein paar Punkte sollte man hier auf jeden Fall noch mitnehmen. Jeder Platz zählt. Oh, Tarnat, zu gute Form, muss spielen. Denk an Taylor, 80, der hat ja jedes Spiel gespielt eigentlich, Holzi. Normalerweise sollte da keine Probleme geben. Der Offensive vertraue ich mal. Der Offensive vertraue ich, auf wie ich der vertraue! Schnatterer, mach den Sack zu. Bradley Fink, Schnatterer mit Vorlage. Geil. Ey, und hinten raus, der Fink hat genetzt, Jungs. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ihr wolltet alle noch 9 Stürmer holen. Sebastian Mielitz von Bremen, ne?
Das ist schon gut. Das ist wirklich gut. 12 Tore. Die gewinnen aber auch alle vor uns, ne? Mit Duisburg sind wir jetzt punktgleich. Wobei, die haben alle verloren, hä? Wieso kommen wir denn hier nicht ran? Also wir können maximal, sage ich, auf Platz 12 zurückfallen. Und im besten Falle werden wir einfach noch Vierter. Es sind fünf Punkte bis Platz 4. Ich dachte, das wäre nur so ein ganz kurzer Aufwind, ne? Die haben sich halt echt gefangen. Und ich glaube, eine ganz große Rolle spielt das hier alles. Das war, glaube ich, extrem wichtig. Klar, Fox ist jetzt rausgerückt aus den oberen Dings, weil er verletzt ist. Saarbrücken. Feuerprobe für nächste Saison. So, ich lasse aber mal Schnatterer wieder starten. Hier bin ich mir gerade tatsächlich unsicher. Nicht, dass der auf einmal nicht auf die 80% kommt. Dann wird uns da Geld abgezogen. Wäre auch nicht so geil. Niemeyer ist noch nicht ganz fit. Ich lasse ihn nochmal spielen. Findet er das gut gemacht. So kommt er von seinen Schlechter auch runter. Gebt euer Bestes. Ach ja, da spielt der Grimaldi, ne? Der ist ja Platz 2 oder was, der eine Torjägerliste. Ja, aber 1-0. Lass laufen. Ich lass laufen, den Ali, da bist du doch, Junge. Verdammte Scheiße. Taylor runter, Fraulo rein. Das ist jetzt eine 4-5, was soll das denn? Engelmann rein und Sun Yang rein. Abfahrt. Ha! Für Saarbrücken reicht es leider nicht. Noch nicht. Nächste Saison seid ihr fällig, weil ihr eh aus der Liga seid dann. Perfekt. Wir geben gerade die Matchbälle ab, ne? Hier wäre ich schon gerne. Ein einstelliger Tabellenplatz. Jetzt, wenn du die Chance hast, willst du ihn auch holen. Sehr gut. Nochmal eine Woche länger. Töfte. Was können wir denn hier noch starten? Mal ein bisschen Party machen. Und wir gehen mal essen. Gegen Duisburg auch noch am letzten Spieltag. Wäre doch einer für uns gewesen. Sag mal, ZM, sowas brauchen wir. Das wird Position Nummer 1, glaube ich, nächste Saison werden. Ach, wir kennen den gar nicht. Sag mal, Junge. Kauwini. Sponsor? Ich versuche, um ein Jahr zu verlängern. Wäre echt big. Ein weiteres Jahr geht leider nicht. Ja, aber guck mal. Voraussichtliches Budget für nächste Saison waren 4 Millionen. Wenn ich davon die Hälfte jetzt schon wegkleister. Ja, und Gehalt. Das ist, die Kombi können wir uns aktuell noch nicht leisten. Tut weh, aber das war ja eigentlich vor der Saison schon klar. Ja, hier können wir versuchen zu verlängern, aber abgewiesen und hat sich das auch erledigt. Boah, plus 4. Schlüsselburg. Laut Dings. Ja, weil er wieder nur unentschieden. Die drei Spiele gehen nie im Leben unentschieden aus. Zusätzliches Budget? Woher? Kartenverkauf läuft besser als erwartet. Sie erhalten vom Vorstand zusätzliche 500.000. Gib her. Wenn wir direkt ausgehen. Infrastruktur. Wo kriege ich Bonus auf Verhandlung? Bürogebäude? Mitarbeiterverhandlung, ne, Spielerverhandlung. Wo kriege ich das? Kundenzentrum? Vereinszentrum, alles zu teuer, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Was soll ich mit einer Statue? Trainingsplätze. Mal ein Fitnessparcours. Mal ein Fitness. Wenn wir gleich noch, wir gucken, wo wir die Saison abschneiden, kriegen wir auch nochmal Geld. Dann verschieben wir noch ein bisschen. Dann können wir nochmal was ausbauen. Maybe dann medizinische Abteilung oder irgendwie sowas. Transferbudget rüberschieben zu Baukosten. Ja, aber dann haben wir halt für nächste Saison halt weniger Transferbudget. Und ich hoffe halt, dass wir da mal bessere Spieler kriegen. Aber wir gucken jetzt erstmal, wo wir hier abschneiden werden.
Bradley Fink, wichtig. Defense, schwierig. Kann ich nicht beide drauf lassen. Bastians, mach keinen Scheiß. 2,5, stabil. Enali, Mann. Der hat auch richtig viel genetzt, ne, die Rückrunde. Schön. Jetzt können wir ihn ganz entspannt machen. Obwohl du bei Lautern am Anfang eine ähnliche Aufstellung hattest, treffen hier deine Stürmer wieder im Vergleich. Ja, der, den einzigen Stürmer, den wir da vorne haben, ja. Der, also zum ersten Mal läuft der Sturm. Das ist wirklich in Ordnung. Hundertprozentig läuft der auch nicht, aber auf jeden Fall wesentlich besser. So, ein Platz gut gemacht. Wir können Siebter werden. Ich sag euch, wie es ist. Siebter ist drin. Es sei denn, die verlieren hier beide, dann könnten wir, wenn die alle verlieren, was nicht passieren wird, könnten wir sogar noch Fünfter werden. Aber guck mal, wir haben viel, viel getan hierfür. Wir sind auf 50 Tore hoch. Auf- und Abwertung muss einfach ballern. Anonyme Spende. Wer war das von euch aus dem Chat? Dankeschön. Wir lassen den Brasilianer die Dings zu Ende spielen. Ich werde da nicht mehr wechseln. Der hat genug Spiele gemacht hier. Können wir den lieber zocken lassen, dass der wirklich Selbstvertrauen volle Pulle da ist. Wird ja auch besser, ne? Also Nigel können wir abgeben. Nächste Saison, würde ich sagen. Weil er spielt halt gar keine Rolle mehr in der Rückrunde. Auch mal ein Eigentor mitnehmen. Ja, leg doch direkt einen nach. Aber gute Noten, keine 4. Das sieht doch gut aus. Komm, leg einen nach. Na klar. Ja, und damit ist Ende. Wir bleiben auf Platz 10. Aber stabile Saison. Sehr, sehr stabile Saison. Durch die Rückrunde. Wir können nicht mehr nach unten, wir können auch nicht mehr nach oben. Tordifferenz ist einfach zu krass. Wir sind genau in der Mitte. Hätte ich nicht mit gerechnet, ne? Jetzt einfach nur im letzten Spiel die Tordifferenz positiv bügeln. Und dann war das eine absolut gestörte Saison, ne? Die grenzt wirklich schon fast an ein Wunder. Sieh, Deutschland hier, bin ich dabei. Ein Scheißtrick bin ich. Ich habe keine Zeit. Ich bin hier voll auf Rot-Weiß Essen. Die nehme ich komplett ein. Finale gegen Duisburg. Aber auch witzig, dass wir ausgerechnet am letzten Spieltag gegen den Verein spielen, der auch in der Auswahl drin war, wo wir als nächstes starten. Ne? Und genau tabellarisch auch hintereinander die beiden. Ne? Kovac, Wolfsburg hat jetzt den Spiel jetzt gegen den Spitzenreiter. Also ja. Schnatterer verletzt. Was ist da los? 13 Tage. Ja gut, da ist nicht schlimm. Machen wir den Move. Nehmen wir den Nigel nochmal mit. Bradley Fink. Und deswegen habe ich dich draufgelassen. Schöner Wagen. Ey, schöner Wagen. Engelmann, Abfahrt. Taylor raus. Und let's go. Wir haben es aber nicht geschafft, unsere Dings positiv zu bügeln. Jetzt haben wir genau 0. Wie ausgeglichen möchtest du sein? 10. Platz, genau in der Mitte. Tore geschossen, 52. Tore kassiert, 52. Tordifferenz, 0. Einfach eine 0. Wären die Unentschieden nicht gewesen, wären wir hier, ne? Chat, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Bis 19. Auch nicht besser. Ganze Hinrunde sind wir da unten rumgekraxelt, ne? Und dann auf einmal. ...40 Punkte in der Rückrunde haben wir geholt. Glockenhorst, was sagst du dazu? Ist ja wohl der Oberhammer. Als Aufsteiger, ne? Krass, krass, krass. Wir haben so... Guck mal hier. Guck mal. Chat.
Guck mal, wann wir unsere Tore gemacht haben. Ist ja egal, ich kann ja immer weiter hier. Bruder. Wir sind die MC Last Minutes. Ey, geile Saison. Also generell, also war super. Ein phänomenaler Einstand in diese Karriere, würde ich mal behaupten. 34 Klötze macht der Bruder. Heimauswärts? Wo kann ich das denn einstellen? Ah. Okay, wir hatten eine verkackte Dings, Chat. Wir hatten eine verkackte, Hinrunde. Muss man auch sagen. Aber wir waren heimauswärts, kein Unterschied. Wir haben einfach konstant gepunktet. Nein, 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 das ist doch scheiße. Was für Investitionen? Zusätzliche Budget im Januar hat sich offenbar ausgezahlt. Man ist sehr zufrieden, dass sie mit den Investitionen die Saisonziele noch erreicht haben. Das finanzielle Vertrauen des Vorstands steigt. So, Preisgelder verteilt. 1 Million. Mhm. Mannschaft der Woche, hier nehmen wir noch die Lobeshymnen mit. Saisonziel übertroffen. Wartung für die ablaufende Saison übertreffen konnte. Jetzt freut er sich auf die kommende Saison und hofft, dass sie weiter mit so viel Schwung und Elan Trainer bleiben. Normal. Inali, bisschen kacke, 2 Wochen. Aber jetzt. Jetzt muss was passieren. Ja. Ist okay. Was? Sehr gut. Oha, der kriegt schon mal Plus. Ah, Bruder. Hä? Ich dachte, jetzt passiert hier bei Weißwart. Die Auf- und Abwertung war maximal beschissen. Ja. Da bin ich mal gespannt, ey. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, ne, von der Auf- und Abwertung. Schade. Ingolstadt bleibt bei uns in der Liga. Und das ist mir eigentlich scheißegal, weil wir gegen die gewonnen haben. Ja, das war Maximalbruch hier, ne? Genau das gleiche passiert wie mit dem Roter da, ne? -3, ey. Boah. Obwohl ich eigentlich fand, der hat doch gar keine schlechten Noten gehabt. Nunes, schau ich mal, ja. Warte mal, ich muss ganz kurz abchecken. Er kann nur unter Kröleck. Dass der da nicht zockt, ne? Wen haben die denn da? Mané ist doch weg. Wäre auf jeden Fall mehr gespielt als in der Lauter-Karriere bei denen. Was? Weiß ich nicht. Simon, mach keinen Stress. Es kann natürlich sein, dass ein Stürmer kommen wird. Beruhig dich. Geht Nürnberg noch mit hoch, abgestiegen Regensburg-Magdeburg als Aufsteiger direkt runter. Und Schalke geht direkt runter. 18 Punkte. Oh, hier was bekommen, das wäre Baba, ne? Kiro Maidana. Boah, Rechtsverteidiger auch gut. Ey, Chat, wenn da was geht, müssen wir probieren. Ja, wir probieren. Vielleicht ist da ein Banger bei. Wenn einer bei wäre, wäre echt fett, ne? Santos. Ey, der ist eigentlich krass, oder? Wird der nicht immer voll gut? Wir machen Copacabana an der Hafenstraße, komm! Copacabana wird gemacht. Wichselbraun? Was ist das denn? Ah, Weichselbraun. Auch nicht schlecht, glaube ich, ne? Dominik? Dominik! Ah ja, der hat keinen Bock, schade. Ja, die wollen alle nicht. Einen Stürmer kommt eh keiner. Ja, ich glaube auch nicht, aber wenn wir die Chance hier mal haben, müssen wir mal reingehen, ne? Vielleicht kriegen wir einen und haben Glück, ne? Wenn wir alle kriegen, haben wir wahrscheinlich gar kein Geld mehr. Wäre schon krass, wenn wir einen bekommen davon.
Und im besten Falle den Stürmer da, wobei wir kriegen Assi Probleme mit Gehältern dann, weil alle unzufrieden sind. Boah! Ja! Copacabana! Ey, hier kommen ja alle! Guck mal, wie viele hier kommen! Der ZDM auch, der war wichtig! Und der von Kiel! Wir steigen auf nächste Saison! Wir werden so aufsteigen, wir haben keine Kohle, aber wir steigen auf! Und wenn die dann kommen mit, hey, sie kriegen keine Lizenz, dann sag, guck mal in Barcelona nach. Und dann kommen wieder hier hin. Boah, ich hab Bock auf die nächste Saison. Jawohl, hier Rechtsverteidiger auch noch am Start. Boah! Ob die überhaupt Startelf-Potenzial haben? Immer, wir sind dritte Liga. Die sind alle Stamm. Wir haben den besten Kader der Welt nächste Saison. Was wir aber nochmal gucken müssen, waren hier die unfairen Gehälter. Oh, der Sauter, da können wir verlängern. Scheiße. Können wir nicht verlängern? Müssen wir nächste Saison gucken? 11. Turniers FIFA Fußball Weltmeisterschaft Katar. Dachte, du trinkst kein Wasser, trinke ich auch nicht. Ist Apfelwasser. Das wird euch nur nicht angezeigt durch den Greenscreen, weil eigentlich trinke ich auch gar nichts. Das ist ein Effekt, der per Photoshop eingefügt worden ist. Bitte was Leichtes. Wo ist denn Manchester United? What the fuck? Karl hat seine eigenen Gesetze, aber er gegen Leipzig. Hör mal, da hätte ich aber mir ein anderes Los gewünscht. Gesichertes Mittelfeld, zweite Runde. Blödsinn. Obere Tabellenhälfte. Obere Tabellenhälfte. Das lasse ich alles erstmal so. Obere Tabellenhälfte muss Ziel sein. Also ich will um den Aufstieg da mitspielen diese Saison. Die Rückrunde hat gezeigt, dass wir das können. Und jetzt bin ich gespannt. Und wir stehen geldtechnisch. Das sieht okay aus. Das sieht wirklich gut aus. Trotz, dass die Talente schon da sind. Oh, jetzt mach keinen Scheiß. Wo sind die hier? Die erhalten Geld. So. Ey, da können wir auch wieder einen leihen. Ajax können wir auch wieder einen leihen, Chat. Wir haben die ja 2 Jahre. Geht fit. Guter Mann. Geht absolut fit. Herzlich willkommen. Stabiler Transfer. Ausdauer rein. Flanken reicht. Schon mal gut. Können wir mitarbeiten. Dolmetscher schwierig. Spieler sind froh. Gut. 3 Sterne hat der nur? Ey, der ist trotzdem gut. Ich lasse mir den nicht schlecht reden. Solche Leute hätten wir nie transferieren können. Und das sind Talente, ne? Und der kann easy einen Stern dazu bekommen. Von daher passt das. Jetzt haben wir leider kein Talent erhöht. Nee. Spieler wieder froh über Neuverpflichtung. Ey, aber 67er Stärke, Jungs. Sieht schon gut aus. Für dritte Liga. Sehr gute Stärke. Und kann auch einen Stern dazu kriegen. Bei 2,5 mit den Stärken gar nicht so unwahrscheinlich. Guck dir mal den Marktwert an. Sieht sehr gut aus. Muss ich halt... Boah, kranke Stelle. Robustheit halt bisschen beschissen und Ausdauer. Der Rest sieht gut aus. Jetzt. Auf den kommt's an. 4,5 Sterne. 3,5. Was habe ich immer mit meinen 4,5? Der wird gut. 70 Tore ich ja schon. Und die Stärke sollen wir... Das ist ein Banger. Für dritte Liga... Ist das enorm stark. Torriecher pushen. Prezi am Kopfball ein bisschen pushen. Antritt. Schnelligkeit. Zack. Wir können jeden gebrauchen. Hier, Rechtsverteidiger haben wir verloren. Natürlich nicht 1:1 ersetzt, aber come on. Das geht schon fit. So, wunderlich. Erstmal rein. Ja, für Schwermann wird es dann wirklich schwer. Ha, was ein Wortspiel, Junge. Pardo Carrado. Ey, und das ist ja wirklich ein echter Spieler hier sogar, ne? Den gibt's ja wirklich. So, und rechts außen? Ja, da müssen wir uns natürlich jetzt was überlegen. Ich meine, der könnte auch links. Chat, sollen wir den eventuell umformen auf links? Weil der ist Linksfuß. Dann packen wir den nämlich rüber und verkaufen den hier, hätte ich gesagt. Soldwit. Und behalten Enali, weil der war stärker einfach, ne? Prestige gucke ich gleich. Was nehme ich denn hier raus? Muss ich Ballkontrolle einmal rausnehmen? Links außen, rein, zack. Bild müssen wir einfügen. Bild mache ich ja beim nächsten Stream.
Also für Freitag auf jeden Fall. Könnt ihr euch vormerken, Freitag. Ja, dann sieht das doch nice, ey. Echt geil, dass wir Talente bekommen haben, mit denen wir wirklich was anfangen können, ne? Da ist niemand bei gewesen, der eine Vollkatastrophe ist. 5-3. Ey, immerhin international plus 2. Wie das zustande kommt, weiß ich auch nicht. National plus 1. Ja, und wir können einen leihen von Ajax. Stimmt. Gehalt wird das Problem, denke ich. Ja. Deswegen sage ich, alles kaufen können wir nicht. Da muss man ein bisschen Struktur reinkriegen und nicht planlos. Ansonsten, we got a problem an Kasse 2. Und jetzt heißt es nächste Saison oben mitspielen. Es wird very interesting werden, glaube ich.